Dann hat jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, über Gewalt gegen Frauen ist seit der Silvesternacht so viel wie in den letzten Jahren nicht geredet worden. Und es ist wichtig, dass diese Gewalt, aber es ist auch wichtig, dass vor allem die Betroffenen im Fokus bleiben. Denn jede dritte Frau in Deutschland hat schon einmal Gewalt erfahren. Und unsere politische Verantwortung ist es, Gewalt an Frauen, egal woher, ob im öffentlichen oder im häuslichen Raum, nicht aus dem Blick geraten zu lassen. Das Gewaltschutzgesetz war hier ein Meilenstein zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Für Frauen in Not sind Frauenhäuser oft eine existenzielle Anlaufstelle. Sie finden hier Sicherheit, auch mit ihren Kindern. Und hier kann die Gewalt vor der Tür bleiben. Tatsache aber ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir seit 4 Jahrzehnten über die mangelnde Finanzierung der Frauenhäuser sprechen. Tatsache ist, dass Frauen in Deutschland oft keinen Frauenhausplatz bekommen. Und Tatsache ist, dass Hilfe oft zur Glückssache und zu einer Frage des passenden Zeitpunkts wird. Und das, sage ich Ihnen, das kann so nicht weitergehen. Und da widerspreche ich auch den Ausführungen der Kollegin Pantel, denn es ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Und da sehe ich auch eine Bundesverantwortung. Und über die müssen wir reden. Morgen starten, die Kollegin Möhring hat das gerade gesagt, die autonomen Frauenhäuser zum 40-jährigen Bestehen, die 16 Tage, 16 Bundesländer-Tour mit dem Motto Gewalt gegen Frauen beenden, Frauenhausfinanzierung jetzt sichern. Sie fordern, dass die Politik endlich verantwortliche Lösungen für die verlässliche Finanzierung findet. Und ich finde, Sie haben recht. Und ich will Ihnen sagen, was ich nicht nachvollziehen kann. Es gibt immer eine große Betroffenheit. Wir haben auch gerade die Beispiele von Ihnen gehört. Wenn das Schicksal einzelner Frauen im Frauenhaus konkret sichtbar wird, wenn die Not der Frauenhäuser und der Mitarbeiterinnen sichtbar wird, das erlebe ich auch bei Ihnen in der SPD, in der Union. Wir haben gemeinsame Begehungen von Frauenhäusern schon gemacht im Ausschuss. Aber wenn es dann um die konkreten Schritte geht und die sichere Finanzierung der Hilfen für Frauen angesprochen wird, ist die Zurückweisung, so wie es gerade auch passiert ist, an die Länder und Kommunen immer die leichteste Übung. Obwohl, und das sage ich ganz deutlich, wir können im Bund was machen. Und ich finde es ermüdend, und es sind die Argumente von Ihnen, die finde ich an dieser Stelle auch nicht mehr durchgängig glaubwürdig. Sie sehen die Not von Frauen, Sie machen an dieser Stelle nichts. Ich finde, verantwortliche Politik ist auch zu prüfen, was wir im Bund machen können. Und aus dem Frauenministerium kommt da ebenfalls zu wenig. Das Ministerium hat gegen Gewalt an Frauen etwas getan, zuletzt 2013, da wurde das Hilfetelefon eingerichtet. Bei den Frauenhäusern hat Ministerin Schwesig lediglich eine Bedarfsanalyse angekündigt. Ich sage angekündigt. Dafür braucht man nicht 2,5 Jahre Regierungszeit. Gewaltschutz für Frauen steht hier nur im Kleingedruckten. Und noch etwas. Die Pflicht zum Gewaltschutz gilt in Deutschland auch für geflüchtete Frauen, die in Unterkünften leben, die besonders verwundbar sind. Was aber hat Innenminister de Maizière gemacht? Ein vereinbartes Konzept für den Gewaltschutz hat er gekippt. Wichtige Mindeststandards wie abschließbare Toiletten oder getrennte Duschen in den Unterkünften sind nicht vorgesehen. Dem Anspruch eines Gewaltschutzes und der EU-Aufnahmerichtlinie kommt die Bundesregierung somit nicht nach. Und das kritisieren wir Grüne aufs Schärfste. Und nicht nur. Betroffene Flüchtlingsfrauen bekommen aufgrund der Residenzpflicht bei Gewalterfahrung durch den Partner oder auch durch andere Männer in der Unterkunft im Zweifel keinen Schutz. Und das geht überhaupt nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was nötig wäre, und die Kollegin Möhring hat das gesagt, und das steht in diesem Antrag, wäre ein Rechtsanspruch für alle Frauen auf einen Frauenhausplatz. Das hätte eine positive Signalwirkung. Und da sind wir uns nach einem gemeinsamen Fachgespräch von Linken und Grünen in der Opposition einig. Und klar ist auch, dass ein Rechtsanspruch an ein tragfähiges Finanzierungskonzept gekoppelt sein muss. Und hier bleibt, finde ich, der Antrag ein wenig zu vage. Die Frage, wie die finanzielle Verantwortung des Rechtsanspruches und des gesamten Schutz- und Hilfesystems mit dem Bund geregelt werden kann, bleibt offen. Und so sind Länder und Kommunen wieder mit der Finanzierung alleine. Aber wir unterstützen den linken Antrag auf einen Rechtsanspruch. Er geht in die richtige Richtung. Wir wollen eine fundierte Lösung für den Schutz der Frauen. Und dafür braucht es schlicht und einfach auch die Frage der Mitfinanzierung durch den Bund. Und die müssen wir hier besprechen. Und wenn Sie von Union und SPD weiterhin den Gewaltschutz für Frauen wichtig finden und auch das diskutieren, auch nach Silvester, dann sollten Sie zuvor endlich auch im Bund konsequent handeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Gülistan Yüksel.